Hi Leute, heute geht's darum, warum ich dir ganz dreist ins Gesicht lügen würde. Ja, heute geht's um Wahrheit, um Wörter, um die gesprochene Wahrheit. Und ja, warum ich dir ganz dreist ins Gesicht lüge. Warum ich jedem Menschen ganz dreist ins Gesicht lügen würde, ohne mit der Wimper zu zucken. Wahrheit ist für mich nichts Gesprochenes. Entweder man lebt in seiner Wahrheit und lebt wahrhaftig die Wahrheit. Und was ich damit meine, gehe ich gleich noch drauf ein. Aber es hat nichts mit dem Gesprochenen zu tun. So, als kleines Beispiel. Wenn jetzt irgendwo du bist, gehst gerade aus dem Zimmer raus und dann kommt ein Mann, beziehungsweise kommt erst ein kleines Kind und rennt weg, ganz angsterfüllt, versteckt sich irgendwo in einem Zimmer und sagt, oh, verrate ihm nicht, dass ich da bin. Dann kommt ein Mann hinterher, hat einen Gürtel in der Hand und fragt, ob ich ein Kind vorbeilaufen sehen habe. Was bin ich für ein Mensch, wenn ich dem jetzt sage, oh ja, klar, in das Zimmer da bitte. Es gibt tausende von Beispielen, in denen Lügen mit Worten, helfen und gut sind. Es kommt immer nur darauf an, auf dein Bewusstsein, ob das Bewusstsein von dir einschließend ist und der Wahrheit entsprechend oder ob das Bewusstsein ausschließend mit deinem kleinen Ich identifiziert ist, kein Bewusstsein für das größere Ganze hat. Wenn du Wahrheit lebst, wenn du Bewusstheit erfährst immer mehr, dieses plakativ gesagte Einssein, wo man kann es wirklich erfahren, umso mehr du ein ganzheitliches, ein ganzes Bewusstsein für jedes Lebewesen aufbaust, desto mehr lebst du in deiner Wahrheit. Und umso weniger würdest du Leuten solche Dinge antun, die du mit diesem Wahrheit aussprechen würden, mit diesem Wahrheit aussprechen tun würdest, wie in dem Fall mit dem Kind zum Beispiel. Ist da jetzt ein Mann, der ja, sein Kind verprügeln möchte oder was auch immer. Da gibt es ja tausende von Beispielen, in denen du durch eine Lüge jemanden schützen kannst, helfen kannst, Dinge besser verstehen lassen kannst. Es gibt auch eine Geschichte vom Buddha, wo da kommt erst jemand zu Buddha, der tiefgläubig ist, an Gott glaubt und ihn dann fragt, weil er ein bisschen Zweifel hat. Er hat sein ganzes Leben lang nur Gott geopfert, hat sein ganzes Leben lang nur nach Gott ausgelegt. Jetzt hat er so einen kleinen Zweifel und geht zu Buddha hin und sagt, gibt es Gott? Und er sagt, nein. Und dann kommt am nächsten Tag jemand anderes und sagt,
Es ist jemand, der sein ganzes Leben lang einfach nur gefeiert hat, Party gemacht, sich völlig verbraucht hat, andere Menschen egal waren, dem es jetzt aber nicht mehr so gut geht gesundheitlich. Und er kommt zu Buddha und sagt, hey, gibt's Gott, weil er Zweifel bekommen hat. Was ist, wenn es doch Gott gibt und ich habe mein ganzes Leben lang keine guten Taten vollbracht? Und dann sagt Buddha, ja, es gibt Gott. Und für beide ist es im Grunde die gleiche Situation. Sie sind beide identifiziert mit Glauben und sind noch nicht an den Punkt gekommen, dass sie sich eingestehen können, dass sie es nicht wissen. Und um diesen Glauben zu zerstören, kann man ja, dem einen das andere antworten, dem anderen das andere. Je nachdem, was nötig ist, um das Bewusstsein bei den Menschen entsprechend weiterzubringen. Dann lebt man in der Wahrheit. Und deswegen lüge ich auch ganz dreist dir ins Gesicht. Wenn es nötig ist, wenn es dich erkennen lässt. Ein anderer indischer Yogi hat mal so eine Geschichte erzählt, wenn, stell dir vor, Riesensaal, lauter Menschen drin. Und es ist ganz ruhig, weil es eine Meditationshalle ist. Es ist ganz still. Draußen, du stehst noch draußen. Draußen ist ein Terrorist und sagt, ich kann in der Halle nichts hören zu dir. Ist da auch wirklich jemand drinnen? Und was antwortest du dir? Ja. Geh rein. Ja, tausende von Menschen in der Luft. Ist da gut, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit, die gesprochen. Wahrheit ist für mich ein authentisches Leben. Mit einem einschließenden Bewusstsein. Ein allumfassendes Bewusstsein ist für mich Wahrheit. Und wenn man irgendwas aus dem Kontext reißt, den Kontext, den Zusammenhang nicht versteht, in dem gesprochen wurde, wenn jemand mit einem Kind redet, redet er anders als mit einem Erwachsenen. Weil da anderes Verständnis da ist, andere Erfahrung einfach. Damit meine ich jetzt nicht diese Kleinkindersprache, sondern einfach anderes Vokabular. Dementsprechend wird es angepasst. Was bringt eine Lehre, was bringen irgendwelche Übungen, wenn sie nicht an die jetzige Zeit, an die jetzige Situation genau angepasst sind. Das ist Intelligenz. Wenn Wahrheit immer gleich bleibt, dann fehlt da völlig die Intelligenz. Wenn du einfach nur Prinzipien hast und nicht bereit dazu bist, jeden Moment neu zu handeln, dann hat deine Intelligenz versagt. Ja. Das ist Wahrheit für mich. Und das war's auch für heute. Macht's gut. Ciao.